unter dem Tank am Okta. Wenn du so viel Kohle liegt, dann bleib mal locker. Das ist das nur ein Lotter. Das ist ein gutes Job, das ist ein guter Poker. Das ist alles tanzen. Das ist das der Reißapfel. Moin und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Und Leute, heute zeige ich euch zwei Sachen in einem Video, oder beziehungsweise heute zeige ich euch eine Sache in meinem Video. Erstmal meine Skills, also erstmal so ein Creative. Wie ich schon tausendmal sagte, mein Controller ist ein bisschen kaputt, deshalb ist das Bauen nicht mehr so leicht, deshalb, aber ja, ich versuche es einfach. Und zweitens, ich erzähle euch eine kurze Real Life Story. Aber an sich hab ich in meinen ersten Videos gesagt, dass ich so Real Life Stories und sowas halt sage, Digga. Ja, ich bin 13 Jahre alt. Mit 11 Jahren war ich schon das erste Mal im Knast, Digga. Natürlich nicht alleine, wenn sie sich nicht im Knast kommen. Aber ich habe wirklich mal, als ich 11 Jahre alt war, habe ich meine erste Nacht im Knast verbracht, Digga. Wie es alles passiert ist, erzählt euch das. Also alles ist passiert vor der Silvester, also als wir 2019 angefangen haben. Als 2019 angefangen hat das Silvester. Ich und mein Bruder waren allein zu Hause, meine Mutter und mein Papa waren halt bei der Familie, die haben da halt gefeiert. Wir wollten nicht mitkommen, meine Schwester ist zu einem Freund gegangen von ihr. Ich und mein Bruder waren alleine. Wir sind halt so in den Garten gegangen, wir haben halt so China-Bälle halt so ausprobiert. Ja. Wir haben die halt einfach so, halt wollten die halt, halt einfach, waren wir im Garten, da wollten wir die einfach hintun, Digga. Es hat alles funktioniert. Und kommen, ihr kennt doch auch die richtig nervigen Nachbarskinder. Die ganze Zeit so richtig so laut sind und so, das Digga. Dann so auch ungefähr 13-Jährige, Digga. Die kommen einfach so, die werfen einfach mit Absicht, das hat man gesehen, mit Absicht haben die 3-4 Böller in unser Garten geschmissen, Digga. Das, und wir haben, das ich schwör, du musst aber diesen China-Böller mindestens 8 Meter Abstand halten. Von unserem, von dem, muss mindestens 8 Meter Abstand halten, Digga. So, und das war, aber ich schwöre, der Abstand zwischen meinem Bruder, also von meinem Bruder zum China-Böller und von mir bis zum China-Böller, ich schwöre, das waren, wenn überhaupt, 2 Meter, Digga. Ich glaube, wir haben uns dann so hart erschrocken, wir sind einfach ein bisschen komplett ausgetickt, Digga. Wir haben dann einfach, das ist eigentlich übel lustig, ist aber nicht lustig, Digga. Das ist scheiße, was wir gemacht haben, Digga. Ups, Spiel starten. Eigentlich ist es aber gar nicht lustig, Digga. Wir haben eine Rakete genommen, haben die einfach, haben die für die Hand genommen, angezündet und wir haben die einfach auf die drauf geschossen. Ich schwöre, wir haben mittlerweile schon so einen Kreis gebildet. Keine Ahnung wieso. Haben wir die einfach da drauf geschossen, Bruder. Und dann, als wir das gemacht haben, Digga, die meinten so, ja, tut mir leid, Waffenstichtern, keine Ahnung. Ja, aber was machen wir? Weil einfach immer noch Akku, machen einfach weiter, Digga. Haben wir weiter gemacht, Digga. Ja, Leute. Dann, wir haben mal China-Böller geworfen. Ups, warte. Wir haben China-Böller geworfen, Digga. Und, was soll das denn? Oh, Digga, warte. Wir haben China-Böller geworfen auf die, Digga. Und weil, die haben immer noch diesen Kreis, Digga. Da haben wir da reingeworfen. Weil, dann so, Digga, wir haben ja wirklich getroffen, Digga. Dann ist, hat schon richtig wehgetan mit den Brennspuren und so, Leute. Und der so, ja, ey Junge, ich rufe jetzt die Polizei. Ich lass sowas mache ich nicht mit, Digga. Wir dachten uns halt nur, ja, ruf Polizei, macht der eh nicht. So. Also, und was ist, Leute? Wir gehen rein, Leute, kurz für ca. 10 Minuten. Wir gehen wieder rauf, plötzlich steht der Polizeiauto, Bruder. Dann gehen wir halt, und genau in dem Moment sah uns halt die Polizei, weil wir haben halt so ein Gartentor, müsst ihr vorstellen, direkt vor uns der Gartentür ist der Spielplatz, Bruder. Wenn wir direkt runtergehen, dann werden wir den Spielplatz vor unserer Fresse. Und dann sind wir direkt vor unser Gartentor, als wir rausgegangen, der so, ey, bleib stehen. Irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, bleib stehen, Digga, wir sind zwar gar nicht weggerannt, dann sind wir auch also dahin gegangen, Leute. Und wir so, ja, sowas macht man nicht, wir haben mal gesagt, die haben auch was gemacht, Bruder. Ja, Leute. Dann,
sagt der Polizist, ja, ich muss euch leider mitnehmen. Oder sind eure Eltern da? Unsere Eltern waren halt die Stadt, oder? Das hätte man so zu Hause lassen können. Aber leider nicht, Bruder. Deshalb müssen wir leider auf die Polizeiwache gehen. So. Na, ich habe schon erste Nacht im Polizeirevier verbracht. Und sagst du, Leute, das war so ekelhaft. Ich hatte eine Toilette. Ich war in so einer richtigen Kabine. Ich war in der richtigen Kabine. Ich will mal wissen, was die richtigen Verbrecher dachten, oder? Die dachten doch noch sogar, was hat Deadpool gemacht? Hat der Mord begangen oder was? Digga, ja, also das hat so hart gestunken da. Ich schwöre, das hat gestunken wie, keine Ahnung, Toilette von Luan seinem Vater, Digga. Mann. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Also, nee, das war's mit der Real Life Story. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen meine Skills, oder? Ihr seht schon, ich kann nicht so gut bauen. Ja, ich bin losgegangen. Jetzt kann ich auch nicht so gut gegangen. Im Snipen bin ich aber sehr gut gegangen. Schade, warum ich nicht gut gegangen. Ein Goldener. Ah ja. Tschüssi. Ich tot gegangen. Oh nein, Bruder. Ich steht auf meiner Fresse, Junge. Oh mein Gott, sieht auf meiner Fresse, Junge. Was ist das? Ich bin da ganz neu, ich hab 8 HP gemacht. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen, oder? Mal wieder. Du Fettsack. Oh, noch mit mir, Bruder. Eva. Nee, gerade jetzt wieder. Doch, diesen. Ja, Mann. Einfach aussterben, oder? Ja, Mann. Leute, was ein geiler Trick, was ein, das ist ein geiler Trick, Digga. Ich glaube, das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich weiß, die Story war auch nur ganz kurz. Das sag ich ja auch eine kurze Story, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich mir das noch mehr Stories erzähle, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und Leute, seid ehrlich, wenn ihr das Video scheiße fandet, bitte lasst ein Dislike da, damit ich weiß, was euch gefällt und was nicht, Digga. Ja, würde mich freuen. Ciao, wir sind beim nächsten Video. Ciao.